Okay, jetzt haben wir ein Küchenmesser. Können wir das hier benutzen? Nein. Da brauchen wir immer noch Feuer. Haben wir immer noch nicht. Oder können wir hier das Messer benutzen? Yay! Okay. Jetzt haben wir Wachs. Da können wir noch was machen. Okay. Die Raumwurzel habe ich ja auch. So, was fehlt mir denn jetzt noch? Die Mistelbeeren habe ich hinzugefügt, die Ingwer auch. Die Wurzel haben wir auch. Ja, dann fehlt mir noch die Tollkirsche und getrocknetes Bienenkraut. Wo soll ich das denn jetzt noch finden? Okay, hier kann ich auch noch was machen. Okay. Was soll ich denn da machen? Hä? Spiel, was willst du von mir? Ach so. Schüssel mit Wachs. Nee. Ach hier. Ja, die Kerze. Ja, so kann man es auch machen. Eine Kerze. Die kann ich da jetzt bestimmt hier anzünden. Genau. So, und jetzt kann ich hier endlich auch den Raum erhellen. Okay, das sieht mir wie eine Küche aus. Was für eine geniale Erfindung. Ich frage mich, warum seine Pfote nach oben zeigt. Gute Frage. Ah ja, da brauchen wir den Schlüssel. Eine weitere Symbolkachel. Da fehlt uns irgendwie ein Fläschchen. Diese Aussparung ähnelt einer Flasche. Ja, sag ich ja. Sonst kann ich hier nichts machen. Von außen sieht das Schloss wirklich imposant aus, aber im Inneren gleicht es mehr einer Ruine. Ja. Da haben wir eine Spitzhacke. Ah ja, und den Notenschlüssel. Sehr gut. Ja, das wird mal ich gleich erst. Ich will erstmal das hier machen. Flaschenemblem. Ah ja, super. Gut, dann machen wir erstmal kurz das Wimmelbild. Findet die schwarzen Objekte auf der linken Seite, die nicht auf der rechten Seite zu sehen ist. Also das gleiche Spiel wie gerade, bloß nicht rot, sondern jetzt sind es schwarze Sachen. Okay. Die Perlenkette, die Pflaumen, das Buch. Ne, diesmal nicht. Vielleicht der Käfer, jawohl. So, vielleicht die Beere hier, genau. Die Kerne, die Trauben. Der Tannenzapfen und die Schleife. Aber eins fehlt noch. Ach, der Schwan. Gut, dann haben wir das auch. Ah ja, da haben wir die Tollkirschen. Gut. Dann haben wir das auch schon mal. Genau, hier war das mit der Flasche.
Ah ja, da haben wir den Korkenzieher. Sehr gut. Dann können wir den auch direkt hier benutzen. Metallkäse. Auch gut. Ich glaube, jetzt haben wir... Ah ne, bis auf das Rezept hier haben wir aber sonst alles. Da war das, genau. Metallmaus. Ah, bekommt vielleicht der Hund das? Tatsache. Oh. Wollte dich nicht kaputt machen. Was ist geschehen? Ich glaube, ich befinde mich in einem Kerker. Ah, da ist die böse Zauberin. Stupid girl! You never should have gotten in my way! Now I'll finally be rid of you! If you didn't have that magic mirror, I'd destroy you completely! But instead, I'll just lock you away in this dungeon. Forever! Bist du dir sicher, dass ich nicht aus dem Kerker entkommen kann? Ich habe meine Mittel. Ich entkomme bestimmt aus dem Kerker. Ich werde es nicht zulassen, dass Waka mich einschüchtert. Ich werde eine Möglichkeit zur Flucht finden. Ich spüre, dass das Ende meiner Suche nahe ist. Okay, also das Finale rückt mit großen Schritten immer näher. Ich erfuhr, dass Waka mich einfach nur benutzen wollte. Sie scherte sich nicht um meine Liebe, aber um einen Erben, der die Welt erobern sollte. Ich liebte sie wirklich, aber nun, da ich die Wahrheit kenne, ist es vorbei. Interessant, wer hat das geschrieben? Im Verlies entdeckte ich eine Notiz. Ja, das habe ich ja gerade vorgelesen. Wer das wohl verfasste? Vielleicht Dorian? In dem getrockneten Harz steckt etwas fest. Was? Ich kann das mit der Spitzhacke nicht aufmachen. Okay, Kettenglied. Okay, dann brauche ich da vielleicht was anderes. Okay. Da ist ein Pinsel. Diese Muschel zu öffnen ist schwieriger, als es scheint. Kann mir das Kettenglied da helfen oder die Spitzhacke? Nein. Okay. Eine Stricknadel. Es muss eine Möglichkeit geben, dieses Gitter zu entfernen. Gibt es mit Sicherheit. Oh Gott, was soll ich denn hier machen? Das wäre praktisch, wenn ich es anzünden könnte. Tja. Lappen. Ein goldenes Spinnennetz? Ich frage mich, was fehlt. Ach, hier diese... Ja, vielleicht eine goldene Spinne oder sowas ähnliches. Keine Ahnung. Der sieht so schwer aus. Das steckt fest. Toll. Ich könnte wirklich ein Seil gebrauchen. Okay. Was für ein übel gelaunter Vogel. Ob ein leckerer Snack ihn beruhigen würde? Mit Sicherheit. Hilft mir hier vielleicht die Stricknadel? Auch nicht. Ist Heck hörens. Der Lappen kann auch hier nicht gebraucht werden. Alter. Okay. Das ist zu weit weg. Und hier sind grüne Augen. Toll. Ah, da haben wir ja ein Seil. Das ist zu weit weg. Ich brauche etwas Langes, um heranzukommen. Da ist eine Spinne. Okay. Nutze ich hier erstmal das Seil. Haken mit Seil. Gut, dann haben wir das zumindest schon mal. Die Kette ist beschädigt. Jetzt nicht mehr. So geht's auch. Eine Metallsäge. Gut, dann haben wir das doch schon mal geschafft.
Können wir die Metallsäge hier benutzen? Ja, Eisenstange. Und da haben wir ein Wimmelbild freigeschaltet. Eine Münze. Die ist da. Ein Schuh. Der ist da. Ein Hut. Das könnte der hier sein. Jawohl. Ein Reißzahn. Oh. Der ist ein bisschen gut versteckt. Reißzahn. Nee, das ist die Tasse. Wo ist der Reißzahn? Das ist echt eine gute Frage. Ach ja, kann ich das Spinnwebe entfernen? Okay, da haben wir einen Vogel. Ah, da kann ich den Schlüssel benutzen. Da habe ich die Vogelscheuche schon mal. Okay. Habe ich das auch schon mal. Ich sehe den Reißzahn nicht, tut mir leid. Pilze, ja, die sind da. Eine Spinne, die ist dort. Eine Gabel, die ist da. Ein Feuerstein. Ein Feuerstein. Da. Bambus. Aha. Da vielleicht? Ja. Ah ne, das war der Reißzahn. Ach so. Okay, da ist der Bambus. Gut. Feuerstein erhalten. Yay!